Durch die fortgeschrittene Technologie können Jugendliche leicht eine Fernbeziehung führen. Aber was hält bei Jugendlichen in Deutschland länger? Eine Nah- oder eine Fernbeziehung? Um das herauszufinden, haben wir eine komplexe Formel entwickelt. Zunächst gehen wir auf die Klammer ein. Dazu benötigt man erstmal den Altersunterschied. Als Beispiel, Anna und Max führen eine Fernbeziehung zwischen Bremen und Berlin und sind 14 und 17 Jahre alt. Der Altersunterschied beträgt demnach 3 Jahre. Der nächste Schritt ist es, mit dem Punktesystem den Umkreis der Entfernung herauszufinden, wie in der Legende zu sehen ist. Anna und Max wohnen 316 Kilometer auseinander. Somit sind sie dem Umkreis 5 zugeteilt. Der Altersunterschied wird jetzt geteilt durch den Umkreis der Entfernung. Zum Schluss braucht man noch die genaue Entfernung, die durch das Ergebnis der Klammer geteilt wird. Das Ergebnis gibt die verbleibenden Monate an. 527 Monate, 44 Jahre. Wenn man die gleiche Rechnung mit einer Entfernung von 5 Kilometer und somit den Punkt 1 als Umkreis durchführt, erhält man nur 1,6 Monate. Somit haben wir nachgewiesen, dass eine Fernbeziehung bei Jugendlichen in Deutschland länger hält. Tada!